So, Salam alaikum, Leute. Hallo und herzlich willkommen hier bei Sülze. Ja, falls ihr euch fragt, warum zum Pferdearsch sieht der Henno so aus, schaut bei Kattes letzter Folge vorbei, dann wird eure Frage beantwortet. Ja, ansonsten, es geht wieder los mit einer weiteren Woche Sülze. Das bedeutet, ich habe einen Kommentar hervorzuheben. Und zwar von der letzten Folge von der Olive, die auch lange Zeit bei mir Mod war. Sie hat geschrieben, ich finde, man sieht richtig krass den Progress von jedem einzelnen Mitglied der Sülze. Ich dachte ganz am Anfang, dass sie null Chance gegen dich haben, also mich, ne, Henno. Aber mittlerweile gibt es so gute Runden, die echt spannend und knapp sind. Toll zu sehen, wie ihr euch entwickelt, Herz. Da muss ich erstmal sagen, gut, dass am letztes Mal das Ding knapp war, lag natürlich vor allem daran, dass ich als Doktor komplett reingeschissen habe und nicht mal in der Lage war, Steuerung zu drücken. Aber ich nehme das mal mit als Kritik, dass ich mich wieder steigern muss. Deswegen habe ich heute auch ein ganz besonderes Bild dabei. Werdet ihr gleich sehen. Aber vorher gibt es nochmal einen schönen Tweet. Wir haben ja letzte Mal das Fanart von der Anna uns angeschaut. Und ich habe ja gefragt, hey, what is happening? Warum spielen wir Schach? Ja. Und die Interpretation dieses Meisterwerkes ist, dass ich ja campe am Haken, das war früher wohl so. Es war extra die Betonung früher, ja. Und deswegen campe ich da halt und Schach, weil es war gut zu zeichnen und ist vielleicht auch so ein bisschen eine Anlehnung daran, dass ich halt viel Strategiespiele zock. Und es muss schon sagen, es ist auch echt einfach ein witziges Bild. Ja. Mhm. Ich chill da ganz casual mit dem Haken in der Brust. Mmh, lecker, lecker. So, und damit, Sterzig, alle warten wieder mal auf dich. Ich komme gleich rüber und rasiere dich gegen den Strich. Oh ja! Wow, nicer Rhyme! Mach doch, mach doch! Gehen wir in die Runde! Aber jetzt, wo du eben noch mal angesprochen hast, dass du hier ein tolles Bild rausgesucht hast, ne? Kann man bei Dead by Daylight theoretisch sowas wie Bronze Bravery spielen? Wegen den Perks? Ja. Aber ist halt, das Ding ist, bei Dead by Daylight sind halt Items lang nicht so, oder Perks, eher ein Zusatz, ne? Also ja, bei LoL sind ja Items so krass kernrelevant, Digga. Du hast ja gar keinen Plan vom Game. Ja, schon, aber ich finde, ist eigentlich eine gute Idee, weil man hat es ja auch letztes Mal gesehen, als ich hier die Perks spielen musste, die ihr für mich ausgesucht habt. Da war halt eine ganz andere Runde dann, ne? Ja, genau, schon. Man muss ganz anders spielen. Ja, bestimmt, Latte Macchiato. Mein Bruder aus Italien, Latte Macchiato. Alter, der Bruder von Jaco. So, ist das nicht eine Marke, Digga, von dir? Macchiato. Lecko. Freshenet, Freshenet. Rein. Oh, fresh ich nicht. So. Was heißt nochmal Tschüss? Ciao. Auf Türkisch. Ölügelüm oder so. Ölügelüm. Ölügelüm. Ist auch egal, Digga. Abfahrt, Werkstatt. Ist auch egal, ich werde euch heute so hart abstechen. So, moin, Mädels. Denk dran, Röf, ne? Röf. Eine Sache, das hier ist Papus Lieblingsmap. Ja. Oh, ist das so? Ja. Woher weißt du bitte? Hat er mir gesagt. Da wird direkt gecrashed. Du hast ja gar keinen. Da wird direkt gecrashed. Ja. God damn. Wo ist er hin? God damn. Welchen Killer spielt er denn, Papo? Der Michael. Oh nein. Doch, er ist der Michael. Wer ist der Michael jetzt? Gnu, das machst du voll gut. Weit ist die alle. Dankeschön, ich mag deinen grünen Pullover. Willst du ihn mal anziehen, Schätzchen? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich hab hier ein kleines Foto gefunden, wo ich gerade aufgehoben wurde. Ja. Aber was der Henno nicht mitbekriegt, dass wir hier einen Genra starten, Digga. Ja. Ihr habt schon zwei? Ja, klar, Digga. Wir machen das jetzt richtig mit Taktik. Krass. Ich versuche Christo zu holen. Okay. Er kommt gerade zu Kalle, sehr sicher. Wo ist Kalle? Ach, hier.
Ah, du bist hier, der mit der Maske. Ah, du bist hier. Ah. Oh, ja, das weiß ich noch nicht. Kannst, so du, kannst du nicht zu mir laufen, Kalle? Da, danke. Hey, wo ist er hin? Ach, hier. Okay, willst du das Foto machen? Okay. Oh. So. Ja, das schmeckt. So, ist aber jemand am Röff? Noch bis jetzt war bei, er war in meinem Röff drin. Stabil. Hallo. Ah! Okay. So, ich hab Aui. Ich sehe. Ich hab Kopfschmerzen. Ihr schreit schon wieder so laut rum. Aber bist du hier genug? Ja. Kannst du mich anfassen? Ja, komm her. Na gut, dann fasst euch mal an. Ich will mich anfassen. Gut. Gefällt's dir? Ja, von der Seite mal Zeichen. Würdest du wiederkommen? Auf einer Skala von 1 bis 10 finde ich schon sehr scheiße. Hä? Lol, es hat perfekt gepasst. Mann, es ist übel scheiße, wie du mich da eingeholt hast. Oh, ist das schön. Nee, also ich muss sagen, die Sülze-Aufnahmen sind mein Downlight. Ich rasier euch hier so Achmed weg, dein Digga. Dein Downlight? Du hast ja, also mit deinem Highlight oder deinem Downlight. Mein absolutes Downlight. Er hat doch schon Barbecue und Spicy an, oder? Nee. Barbecue und Spicy ist Alter. Kalle. Barbecue und Spicy. Die neue Pringles-Version, Barbecue und Spicy. Ah, die schmeckt auch gut. Das muss man ihr lassen. Die schmeckt auch. Du kannst zu mir kommen. Ich hol Sterzig, Digga. Hm, hm. Wir sind am Ass. Am Röff. Wir sind am Röff. Oh, Röff, Röff, Röff. Er ist bei uns, er ist bei uns. Ah, okay, sehr gut. Nice. Dann bleiben wir doch zusammen und machen noch ein bisschen was, oder? Ja, mach doch ein bisschen was. Ich hol den Marlboro, Mann. Alter, danke, Mann, dafür kriegst du die halbe Schachtel, Bruder. Ich glaube, Max spielt bestimmt das Bild, dass er halt einfach gar kein Terrorradius hat. Never. Ja. Er hat auch wirklich kein Terrorradius. Ja, er spielt Ghost Myers, also, glaube ich. Oh Gott! Da hörst du hörst ihn nicht, du siehst ihn nicht, er kann einfach. Oh, da hinten kommt er schon. Stimmt. Es ist unangenehm, Leute, es ist sehr unangenehm. Also, es gibt tatsächlich Perks. Es gibt tatsächlich Perks, die komplett den Terrorradius verhindern. Mach bitte einfach einen Chain fertig, ja, versprecht mir. Heftig. Na klar, deftig, würzig, gut. Deftig, deftig. Ich hab heute schon wieder einen neuen Skin. Hey, daneben, du fetter Hobbit. Weg mit dir. Oh, da ist er. Was ist Stelzig? Stelzig, hast du das Totem eigentlich geklärt? Nee. Aber wie sagt Papo jetzt schon wieder einen neuen Skin? Ist er an euren Röff? Andauernd Geld ausgibt. Nee. Er ist direkt bei dir, Papo. Hey, du! Ich weiß, wo meine Totems sind. Ich weiß, dass du es weißt. Aber weißt du auch, was ich nicht weiß? Oh, Kalle. Oh, Stelzig. Okay, wir müssen, glaube ich, nochmal 2 Gens schaffen, Leute. Ja, mein Na klar, Digga. Das muss ja wohl drin. Hallo. Okay, ist er am Röpf? Ah, er ist nicht an eurem Röpf! Okay, er ist nicht an eurem Röpf! Oh, ist das schön. Ah, den in der Halle hat er zugemüllt. Michael Shires. Scheißers. Ist er noch an deinem Röffi? An meinem Röffi! Ja, er ist noch an meinem Röff! Nee, er ist nicht mehr an meinem Röff, Kleiner, angebudeter Röffi! Er ist dabei stürzig! Okay, seh's. Nee, ich bin da gar nicht mehr, Digga. Okay. Na, das Totem ist weg, du bist versagt! Du bist versagt! Aber die Frage ist, hat er jetzt wieder einen Terrorradius oder nicht, Digga? Nee, hat er nicht, Digga. Das hat nix damit zu tun. Oh nein, bitte nicht hin! Oh nein, nein! Jetzt gibt's Messerstecherei! So, macht dir irgendjemand einen Gen, ist die Frage. I like your genitalia. Hello, was machst du? Show me your genitals. Show me your river. Cry me, cry me. Cry me your river. Ja, wir haben Rune weggemacht. Ah, ist hier! Ne? Ja, er ist nicht mehr in meinem Röff. Oh Gott, ja. Er ist wirklich da, Sterzig. Ja, yeah, macht Generators Alligators, Leute. Ja, ihr seid ja, gut, ich ihr bin seid generated. Ihr seid gut, ja, genau, komm her. Genau, ja. Ihr seid alle degenerated. Ich werde euch nicht retten. Degenerated. Max, es war auch rechts direkt neben den Haken, ne? Also ich wollte es nur sagen. Ja, wenn die nah sind, dann werden die einmal nicht angezeigt. Das ist Na, holst du ihn? Ich bin über alle Berge, Digga. Ja, aber holst du ihn? Ja, klar, kann ich versuchen. Das wäre super. Wir sind hier gerade was dran. Er ist noch hier. Ja, ja, nice. Er ist bei mir. Nice. Wir können ihn durchziehen, ja, zieht einfach durch. Ja, nice. So. Nice! Sterzig, Achtung.
Nee, er wird keine Chance haben. Also ein Jet ist noch bei mir hinten, okay, einer in der jemand, Halle Mitte. Jemand anders muss jetzt Max retten. Ich mach das. Okay, Max ist aber der Killer. Okay, ja, rettet mich. Papo. Ja, nee, ich, ja. Wo, Papo, wie sieht's aus? Oh ja, Gott, ja. Ja. Ich sehe es gerade, wie es aussieht. Extrem bitter und scheiße. Willst du Papo retten? Ja, ich möchte einen kleinen Papo sein Ass retten, bitte. Hast du irgendeinen Perk dabei, was mich rettet? Dann schneide ich dich auf. Mach euch. Einer von uns wird's sein. Nimm mich. Mann! Ja, Mann! Nimm mich! Hey, jetzt bin ich ja wirklich gestorben! Und jetzt aktiviere ich meine Fallkarte! Nein! Verteufelter Boden! Das ist okay. Schlecht. Jetzt wandelt er uns alle. Hm. Ja. Ach so, weil ich das getötet habe? Ja. Oh, nice. Ich dachte, das ist ein Nachteil für ihn. Oh, ich habe etwas vergessen. Oh nein, nee. Oh nein. Oh, okay, das tut es dolle weh, Papo? Nein, es ist ganz angenehm. Oh, bist du meiner rechts, mal bitte? Besuchen. Oh ja, genau da. Oh, Arabischen Emirate. So. Zum Glück häng ich. Ach, wait, warte, ich habe was vergessen. Zum Glück. Ja, hier so, hängt wo sind der die Gegner? Leckere Schinken. Der Hiberico-Schinken. Sterzig ist wieder auf dem Weg zur Tanke. Boah, was muss ich Kippen holen? Wo ist denn Sterzig? Ihr denkt, ihr habt schon gewonnen. Aber ihr verliert. Kannst du Gnu holen? Ja, ja. Ihr müsst kurz abwarten, bis das Totem abgelaufen ist. Jetzt könnt ihr hinnehmen. Von Ordnung. Ach so, das ist nur, weil ich. Ach so, ist so ein Timer. Ich reife gerade so ein bisschen. Ja, ja, ich bin dran. Ich bin dran. Wie ein guter Wein. Ja. Ah, scheiße. Jetzt steht dazu. Ich konnte leider nicht vorher kommen. Ist okay. Du hast Data nicht vergessen. Hauptsache, du bist gekommen, Kerle. Hauptsache, du bist gekommen. Ja, ja, komm. Du musst dich schnell heilen, weil ich habe so einen Perk dafür. Fass mich an! Schnell! Er rennt da wie so ein Wiesel. Ekliger. Was soll ich denn? Natürlich, Digga, ich mach dich fertig, ich mach dich lang. So, müssen wir schnell. Oh nein, wieder auf die andere Seite. Medizin bringen? Ja. Oder ist er. Er ist genau vor uns. Digga. Würdest du sagen, das stimmt? Ja, klar. Und nur, du rennst mir genau in die Arme. Nein, das gibt's doch nicht! Doch, oh, er hat den Bauer Haupt. Okay, wir müssen noch einen Totem finden. Oh Mann, ey. Jetzt stirbst du, kleines Mäuschen. Ich gebe mein Bestes, irgendwas zu schaffen. Auch ein Steak bei Nasit. Schneide ich aus dir raus. So. Mann. Und weg damit. Du bist jetzt auch noch tot. Ach, du Schande. Ja, ja. Ja, der kann gerade, glaube ich, alle einfach töten, oder? Ja, deswegen hat er auch die ganze Zeit nur aufgeladen und uns angeklopft. Ja, vielleicht habe ich das gemacht. Ja, vielleicht habe ich das gemacht. Er ist bei dir, Scherzig? Ja. So ist das mit Killern, ne? Die sind einfach hobbylos. Ah, okay, ich verstehe. Er stalkt dich. Nee, das würde er niemals machen. Jetzt stalkt er dich nicht mehr. Deinem süßen kleinen Weihnachtspulloverchen. Den habe ich das ganze Jahr an. Ich habe nichts ist anderes. Das ist richtig süß? Ich habe nichts anderes. Das ist süß? Penner. Das ist wichtig. Sonst so? Ja. Ja. Ist er bei dir oder was? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ihn da hinten irgendwo gesehen. Irgendwo in der Mitte von der Map beim großen Haus da. Aber er rennt jetzt halt von Generator zu Generator. Es ist nicht einfach, die Sache. Wie wär's mit der Luke? Ja, das hat sich vorhin schon irgendwo gesehen. Echt jetzt? Mhm. Oh, scheiße. Weil Luke bedeutet ja, dass nur einer von uns. Hat sich hier links. Und kommt. Nee, und das wollen wir ja vermeiden, Freunde. Da war die. Ne, Moment, ist egal. Ja, ist interessant. Also, ihr habt alle Totems gecleared, ja? Also, ich habe zwei gecleared. Ich habe einen. Woher wisst ihr denn, wo die sind, ihr kleinen Schweinchen? Ich dachte, gegen euch kann ich. Ich hab tatsächlich einen Wallhack. Ach so. Ach, du auch? Ja, ja. Kalle, was machst du da? Alter, ich war gerade einfach mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Naja, ich bin an Kalle vorbeigerannt. Das habe ich schon gemerkt, du Noob. Ja, aber du bist halt auch ein bisschen weiter vom Schuss dahin, ne? Also die ich Generatoren sind hier drüben. Ja, klar. Komm du mal nach Dubai, dann erkläre ich dir, wie man DBD zockt. Nee, dann fliege ich ja gleich wieder zurück, weil dann alles scheiße wird, Digga. Ja, Mann. Ah! Hallo, ich kleiner Sterzing. Aber willst du mal mit meinem schönen Messerchen AMK Bekanntschaft machen, Digga? Oh, schade. Oh, no. Schöner 180. Ihr wird nicht gejuked. Nice, Kickflip, let's go. Na, wie läuft der Gen Rush, ihr Loser? So, wie läuft der Gen Rush?
Loser. Hat Kalle sich langsam hier eingefunden in dem Gebiet? Ist er noch bei dir, oder? Nee, nee. Er ist jetzt in der Mitte. Mal weiß man's nicht. Digga. Dann komme ich jetzt zu dir. Sehr gut. Dann kann ich ihn abkämpfen. Was tun, Digga? Ah, machst du ja wirklich, du kleiner Camper. Ja, ja dann stimmt das ja mit der Zeichnung in dem alle Schachspiel. Alle anderen Generatoren sind auf Null. Ich hab legit Max, warum tunnelst du nicht? So. Kalle will also das Messer ins Arschloch. Nee, dann kriegst du den Haken in die Schulter, Digga. Ach, come on, Digga, au! Das tut so weh! Gott ist gerecht. Aua! Naja, ist mein erstes Mal hier am Haken heute. Ja, aber du warst auch viel am Rand der Map, muss man dazu sagen, ne? Ey, ich hab 2 Gems gemacht, 2 Totems. Wen willst du hier flicken? Dich. Und du hängst am Haken und es ist nur noch eine Person am Leben. Ja, der muss mich hier mal jetzt holen. Stessig, hol dir einfach einen Schlüssel und nimm die Luke. Das ist recht, Digga. Er kennt mich, er kennt mich. Check er geht dahin, wo du eben hingst. Bring dich einfach um. Er geht dahin, wo du eben hingst. Ich gehe jetzt tatsächlich, ich werde jetzt nicht zu dir gehen, das bringt ja nichts. Ich meine jetzt Generatoren. Ja, ja, ja. Aber die Generatoren, da ist niemand. Versuch zu entkommen. Na gut, dann mache ich die Paletten. Hier ist ich gleich eine neue Aufgabe. Versuch zu entkommen, Kalle. Naja, genau. Dann zertrete ich halt ein bisschen Holz. Versuch zu entkommen, Kalle. Kalle, er will dich gerade opfern, weil er weiß, wo die Luke ist. Ja, ich weiß. Moment, die könnte ich ja jetzt suchen. Mann, Henno! Luki Luke. Wo ist die kleine Luke? Wie eklig er sucht. Du holst mich jetzt wirklich nicht, oder was? Nee. Du denn für ein kleiner Kicker, ja, dann ey. Sag mir doch, wo er ist, Kalle. Ja, ganz hinten auf der anderen Seite, da wo die andere Tür ist, nicht die geradeaus. Ey, du bist so ein Kack. Ja, aber ganz ehrlich. Du bist so ein dreckiges Scheißkind, Kalle. Jeffers! Die Frage ist, was Freund, habt ihr jetzt gewonnen? Wisst ihr? Ja, weil mein Messer wird ja trotzdem noch Rippen aus euch herausbrechen. Nee, nee. Nee, nee. Ist das schon wieder eifrig angestapft? Komm. Sterzi. Sterzi. Boah, ich sehe deine frische Spur. Oh, hier ist das Blut. Bist du im Schrank? Jalla. So, an den Haken. Ja. So. Kalle sucht die Luke, Sterzig, magst du ihm sagen, wo sie ist? Ich, ja, also wenn ich es jetzt beschreibe, genug ist so ein Ding, weißt du, wie ich meine? Schreib's ihm auf. Du kannst einfach sagen, geh geradeaus. Ja, okay, geh geradeaus, ja, ich sag dir. Ist sie da, wo er eben die ganze Zeit hing? Wo er eben die ganze Zeit gechillt hat? Nee, geradeaus. Ja. Ja, doch. Also da so? Ja, genau da. Ja, genau da. Ja, aber, Komm, Max hört sie. Dorthin. Max steht bestimmt daneben. Oh, Max hört sie, nice. Hörst du sie? Max kackt da gerade richtig rein. Er steht heftig drauf. Er steht heftig drauf. Ich würde ihn mal schließen. Na gut. No. Ja, da musst du jetzt. Hä? Kannst du es überhaupt noch entkommen irgendwie? Wie ist das denn jetzt? Also musst du die Türen jetzt komplett aufschließen oder sind die auf? Die sind auf. Du brauchst einfach nur hinrennen. Nein. Nee, das ist mir gelogen. Ich stelle mir es einfach gerade bildlich vor in der Aufnahme. Es muss einfach schön aussehen. Auf seinem Bildschirm. Ja, das war's. Hallo. Also, wollen wir ein Spiel spielen? Oder? Ja, sehr gerne. Was hast du im Angebot? Außer mich jetzt einfach umzuboxen? Ja. Fangen? Okay, warum hast du denn die. Okay, dann spielen wir Fangen. Okay, wir können auch Kuckuck spielen. Wo ist denn die? Ja, Kuckuck. Kalle Pieper mal. Wo bin ich? Mein Messer juckt. Oh, du springst. Ja, Hallo. Da hast du schon mal eine Klinge abbekommen, Digga. Ja, klar, Digga. Jetzt nimm. Oh, das Fenster. Hey, jetzt sehe ich die wieder. Ach so. Das war nie weg. Ja, also, da habt ihr gar keine Chance. Ich muss ja komplett. Lauf, kleiner Kalle. Ich dachte, dass die eine wenigstens aufgeht. Weißt du, ich meine? Okay, Kalle, ich habe eine faire Idee. Ja, okay. Guck mal, du probierst jetzt nochmal richtig schnell zu Gen-Rushen. Hä? Und dann gewinnst du vielleicht. Okay, wo ist hier ein Gen, den ich noch nicht gemacht habe? Ja, komm mal mit. Der hier. Ich habe Wallhack, ich weiß, wo du hinrennst. Ja, okay, cool. Hier, probier doch mal die Palette zum Beispiel. Oh. Jetzt, das ist deine Chance, Kalle. Ja. Kalle, tu's. Los, ich hab alles auf Maximum. Lass mich wenigstens aufmachen für okay, die Punkte. Ja, gerne. Oh Gott, Benno. So.
ich vertraue dir nicht. Wie auch so hinter mir steht. Dann nimmst du auch die Fingerchen von der Lampe, ja? Nein! Ah, lass mich runter! Ich will doch ein bisschen spielen! Du wolltest mich zum Generator, also bring ich dich jetzt zum Generator. Ja, aber du hast gesagt, probier's mal mit der Ladde. Komm, ich leg dich mal hier hin und du versuchst wegzukommen. Wenn du es zum Tor schaffst, vor Ablauf der Zeit gewinnst du. Die war nicht möglich. Ja. Gut. Krabb doch mal schneller, Kalle. Komm, Jalla. No clip. Okay. Das klappt nicht. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Boah, ist ja richtig Mann, grausam. Ob du wirklich richtig liegst, siehst du, wenn der Entitus deine Gebärmutter durchsticht, Digga. Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem wir Henno fast geschlagen hätten. Aber nur fast und damit. Ja, war aber eine gute Runde, Digga. Schaut mal stetzig vorbei, da gibt's dann keine Rasur, aber reicht auch erstmal, ne? Tschüssi.